Wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, hier bei Maschinenfunk, die Küchenchefs des Todes. So ist es. Ja, also wir haben eine ganze Menge höllisch guter Gerichte für euch am Start hier, meine Damen und Herren. Und außerdem habe ich einen Italiano-Star-Gast hier, Don Tobi. Applaus, Applaus, Applaus. Hey. Ja, das stimmt ja gar nicht. Ich bin ja nicht aus Italien. Ja, wieso nicht aus Italien? Nein, aber ich bin aus Italien. Heute bin ich aus Italien, ja. Wir machen für euch eine very good dish. Und jetzt mal in den Chat die Frage: Are there any non-Germans in the chat? Because then I try to translate a bit. But I don't know if I can do that. Also, wir haben wunderbare Zutaten und natürlich dürft und sollt ihr mitkochen heute, meine Damen und Herren. Ganz richtig, das ist eine interaktive Kochshow heute. Und damit ihr wisst, was ihr kochen sollt und müsst, verrät euch jetzt der Tobi erstmal, was genau gekocht wird. Bitteschön. Ja, wie ihr an der Musik schon unschwer erkennen konntet, wird es sich teilweise um Gerichte aus Italien handeln. Und ich hatte irgendwie den Wunsch, mal Pizza zu machen hier. Ich dachte, aber das wäre eine gute Eröffnung für unsere Show. Einmal die Pizza, die ich so liebe und die ich immer gerne mache. Und der Dirk hatte auch direkt eine ähnliche Idee und hat gesagt, ich würde gerne mal eine Art Flammkuchenpizza wird das, meine Damen und Herren. Was sagt denn eigentlich der Chat? Are there any non-Germans in the chat? I have to look. Let me see. Okay. Oh, DJ FX3 raided mit einer Gruppe von drei Leuten. Vielen Dank, hey, DJ. Danke. Und wen haben wir denn alles am Start heute? Ich muss ablesen, deswegen muss ich hier hingucken, Leute. Also nicht böse sein, wenn ich nicht in die Kamera gucke. Also, wir haben hier oh, es sind einige Leute, die hier zugucken. Also, Chris Roll, das erst wieder am Start. Die Inga Lott ist am Start. Hallo, Nathalie. Der Eugen ist am Start heute, hey, hier. Die Aliona ist am Start. Der Dogfather ist am Start. Die Steffi ist am Start. Der Chubby ist am Start. Avarium in the house. Die checkt ihr mal am besten gleich aus. Ne? Avarium, Leute, direkt mal auf die Seite gehen. Ist eine Killerband. Nur der Sänger ist scheiße. So, Zechenmentun so ist am Start. Wir haben XIM am Start. Die Inga Lotta, die Ani Germany. Wen haben wir denn noch am Start? Helf doch mal gerade. Ich habe mir das nicht so groß gemacht. Ich kann das nicht so gut ablesen wie du. Ich habe aber eben was Lustiges gelesen. Und zwar schrieb da jemand: Seid ihr Tim Helzer und Horst Laserlichter? Das ist richtig, meine Damen und Herren. Das sind wir wohl. Where are the non-Germans here? Are there any non-Germans here? I don't think so. Ich glaube auch nicht. Also. Ja, sehr, sehr schön. Übrigens, der liebe Chappi hat uns ja zu einem Battle eingeladen. Ne? Ihr wisst das, wir hatten ja einen Chat mit Avarium vor nicht allzu langer Zeit, waren die bei uns zu Gast in der Sendung. Und es wurde gemunkelt, dass wir ein Battle irgendwann mal machen werden. So, das finde ich natürlich sehr, sehr geil. Heute machen wir natürlich jetzt erstmal unsere Kochshow. Das ist so eine Art Pilot. Also erstmal gucken, wie es euch gefällt, Leute. Also wenn ihr dann sagt, ach du Scheiße, geht ja gar nicht hier mit den Zweien, dann wissen wir ja selber noch nicht, ne? Machen wir das nicht. Wir sind auch froh, dass es Außerdem, ihr habt gesehen, wir sind auch passend gekleidet, meine Damen und Herren. Wie Sie unschwer erkennen können, der Chef, den holen wir später noch dazu. Die Mampfmaschine ist nämlich heute auch zu Gast. Der muss nachher probieren. Richtig, der Probiernator ist am Start. Und was soll ich sagen, wir haben super geile Kochschürzen hier, extra für euch, schick gekleidet. Die gibt es natürlich auch, ich muss ja Schleichwerbung machen, ab sofort bei MAM. Das ist Metal Addicted Mail Order, wer das noch nicht weiß, unser Shop. So, und ich fände es ja geil, wenn wir schon so ein geiles Essen machen, dass ihr das nachkocht und dann
in unserem Tweet auf Facebook oder Instagram Fotos von euch macht. Also erstens vom Gericht und zweitens aber auch von euch. Und am geilsten wäre natürlich, wenn ihr dabei die Schürze anhättet. Oder zwei. Oder zwei. Ja, eine vorne und eine hinten vielleicht. Übrigens, den Link seht ihr jetzt im Chat. Wenn ihr mal guckt, also da kann man die Schürzen bekommen. So, genug der Schleichwerbung. Wir legen los. Also ich habe hier besten Whisky am Start. Und ich würde sagen, Tobi, du fängst mal an mit deinem Gericht. Was gibt's denn heute? Erzähl mal. Ich wollte gerade sagen, das wird, glaube ich, ein lockerer Abend für mich, weil ich glaube, ich muss gar nicht so viel reden. Oder? Du übernimmst das Reden und ich koche. Ich habe hier schon gerade gelesen, dass die sogar Wetten abgeschlossen haben. Ist das eine Battle jetzt oder kochen wir eher zusammen? Versuchen wir uns auszutauschen? Oh, eine oder Battle ist schon geil, oder? Ja? Ja, ist schon geil, oder? Metal Battle. Wir sind ganz spontan heute. Ihr seht, wir sind null vorbereitet. Bis auf meinen tollen Kochlöffel hier. Habe ich sogar mein Nudelholz vergessen heute. Aber dazu später. Also, was gibt's denn zu essen? Ja, ich habe eben schon gesagt, es gibt Pizza. Es gibt Pizza. Genau, was kann man zur Pizza sagen? Du machst natürlich nicht irgendeine Pizza, nehme ich an. Ich mache natürlich alles selbst. Also, es ist nicht so Packung aufmachen, Folie abreißen und rein in den Backofen, sondern halt Teig selber mischen, kneten und alles irgendwie. Und dann kommt wo wir schon beim Thema Teig sind, erklär mal, wie machst du den? Das ist jetzt interessant für mich, weil mein Teig ist ganz anders wie seiner und ich konnte noch nie Hefeteig. Ich bin echt gespannt. Du machst den mit Hefe, oder? Ja, das Problem ist immer, dass der an den Händen so sehr klebt. Ich hoffe, dass das heute hinkriegt. Das ist jetzt meine große Angst heute, dass das ausartet und der Teig nicht im Backofen, sondern an meinen Händen landet. Also, aber muss das nicht so sein, dass der klebt? Also da könnten unsere Italiano-Freunde, die Jungs von Flood in Tears vielleicht was zu sagen. Waschechte Italiener, meine Damen und Herren, sind demnächst mit uns auf Tour. Und was soll ich sagen? Da wird dann Backstage auf jeden Fall gekocht und berichtet, was es denn so für Tricks aus Italien gibt. Oh, und bei der nächsten Kochshow werden wir die euch dann verraten. Aber jetzt erzähl doch mal was zu deinem Teig. Ja, da kommt Mehl rein. Was für ein Mehl hast du denn da? Kannst du das mal zeigen vielleicht? Muss gestehen, ich habe ein ganz normales, stinknormales deutsches 405er Mehl genommen. Okay. Ich glaube, da kann man eine ziemliche Wissenschaft betreiben, welches Mehl da das Richtige ist. Und absolut, absolut. Ich habe aber irgendwie festgestellt, das Wichtige und das, was viel größeren Unterschied macht, das ist die Temperatur in deinem Ofen oder im Grill. Also am allerliebsten mache ich die Pizza nämlich auf dem Stein im Grill, wo es halt richtig heiß ist. Genau, apropos Stein, hier hinten seht ihr nämlich schon den Ofen und da ist schon ein Pizzaschein drin. Ich gehe mal zur Seite. Das ist der Stein der Weisen. Ist der schon heiß? Oh, der Ofen ist schon sehr heiß, meine Damen und Herren. Das verspricht eine gute Pizza zu werden, weil ich habe gelernt, je heißer der Ofen, desto besser die Pizza. Man braucht da schon so 300 Grad drin, sonst wird das nichts. Richtig. Das ist das Problem. Deswegen auch so gerne auf dem Grill, ne? Also ist natürlich nicht unbegrenzt heiß. Irgendwann wird es auch zu heiß. Ja. Aber wie gesagt, ganz normales Mehl. Ich leg mal los, oder? Ja, leg doch mal los. Hol doch mal das Zeug. Hol doch mal meine Hörer rausmachen und dann leg ich los. In der Zeit gucke ich jetzt mal in den Chat, was denn die Leute so schreiben hier. Die Tapete habe ich im Schlafzimmer, sieht aber in der Küche auch genial aus. Ah ja, okay. Mhm. Du redest von unserer Tapete. Ja, das ist übrigens Special Konstruktion hier. Die übrigens, ich auch wir mal sind im Schlafzimmer. Wir sind hier in der Heldmaschine Küche. Das ist tatsächlich unsere eigene. Extra für diese Show gebaut. Extra für diese Show gebaut. Gestern und noch. Und zwar, ohne Scheiß, Leute, ihr seht diese Theke hier. Ist aus der alten Heldmaschine-Kulisse gebaut. Ja. Man sieht die Theke leider nicht. Ja, ich habe die Kameraeinstellung ist ein bisschen so, dass man den Tresen sieht, aber das ist, trust me, I'm a Klingon. Das ist wirklich die Heldmaschine-Kulisse. Wenn man da hinten in die Reflexion guckt, dann sieht man so ein bisschen das Rot leuchten und dann kann man sich vorstellen, wie das früher so war. Ja, das waren nämlich die Arme, die über der Kulisse so rausragten quasi und die haben wir jetzt zu einer Theke verbaut oder besser gesagt, der René hat das gemacht und auch geplant. So, aber zurück zu deinem Teig, Lieber. Hast du eigentlich schon mal eine Kochsendung gemacht? Ich habe noch nie eine Kochsendung gemacht. Ich auch nicht, ich bin total. Bist du muss erstmal einen Schluck trinken, warte mal. Oh, das ist eine gute Idee. Ja, aber ohne Prost. Also, anstoßen, Prost. Wir brauchen noch ein bisschen Bier für später. Mut. Aber dazu später. Warum brauchen wir für später Bier? Also, ja,
Das kommt noch. Ja, Sonnenkönigreich, das stimmt, aber heute bin ich Klingone. Klingonen werden übrigens genauso alt wie Vampire. Sind, glaube ich, auch ein bisschen lichtscheu, oder? Kann das sein? Und die können total gut singen. Ja. Wie war denn das eigentlich mit dem Alkohol? Darf man bei Twitch nicht, ne? Darf man nicht. Nein. Okay, also wir trinken natürlich reines Olivenöl. Also man darf, glaube ich, nicht animieren zum Alkoholkonsum. Ah, okay. Wir trinken auch alkoholfrei immer. Ja, alles klar. Also zurück zu deinem Teig. Wenn ich Pizza mache, dann nehme ich immer irgendein stinknormales Mehl. 500 Gramm ist so meine Menge. Mhm. Und dann haue ich da erstmal ein Löffelchen von die Salz rein. So. Okay. Und dann? Ein Teelöffel Salz. Genau. Wird das schön. Ihr müsst wissen, Leute, Salz und Hefe mögen sich nicht. Ne? Ah, hast du auch das Video von Gennaro geguckt? Ne? Ja, Gennaro. Wir müsst ihr gucken, Leute, wenn ihr euch für Kochen interessiert, schaut euch Gennaro an. Das ist mega cool. Gennaro Contaldo. Genau. Deswegen wird das Salz wird unter das Mehl gemischt, damit die Hefe das nicht so sehr merkt. Ganz genau. Ja. Sehr gut. Sehr genau. Gut. Und jetzt kommen dazu so um die 300 Milliliter Wasser. Okay. Die muss ich jetzt erstmal parat machen, währenddessen kannst du noch ein bisschen quatschen. Alles klar, quatschen kann ich ja, das wisst ihr ja. Are there any non-Germans in the chat? No, there are not. Because then I would translate, but I don't see any. So, machen wir doch einfach so weiter. Also, erstmal ein Schluck Bier. Man darf ja nicht animieren. Was passiert eigentlich, wenn man Basilikum mit Bier gießt, Leute? Habt ihr das schon mal ausprobiert? Vielleicht schmeckt der Basilikum dann besser. Wer weiß. Also flavored Basilikum with Beer. Ich habe übrigens letztens einen sehr geilen Kaffee getrunken. Flavored Coffee with Walnut. Very good. Ja. Ah ja, okay. So, also, wie viele Leute haben wir denn? Oh, es sind schon viele Zuschauer hier am Start. And we have some people from England. Hello to England. Very cool that you are watching. So I try to translate a bit. So, we got flour in that thing here. And we got salt. Genau. Also ein bisschen was von dem Wasser. And we cook pizza. Der Rest von dem Wasser. And that's original Italian pizza. Kommt hier rein. Watch out. And of course, feel free to cook along with us. Because, we like to see if you had a good dish tonight. Mhm. Right? Also die Hefe wird mit ein bisschen Wasser vermischt. Okay. Ne, damit auch irgendwie alles fluffig und fein wird. Mhm. Aber nicht zu viel Hefe, das ist auch wichtig. Ne? Wir Deutschen, wir nehmen ja immer ganz viel Hefe. Ja. Dann lassen wir den Teig aufgehen und dann rollen wir mit dem Nudelholz den wieder platt. Right. Ich glaube, das so ist falsch. So, we got yeast in this cup here. Gib her. Yeast and water and it's just a bit yeast, right? Ja. How many is it? I don't know. You don't know? A bisschen. A bisschen. The Germans say a bisschen. Ja. Also it's like a little cup from that Beer Bottle. So. Alright. Jetzt vermische ich erstmal hier das Mehl mit dem Wasser. Kann ich das hier oben überhaupt? Das ist irgendwie schwierig. Unsere Theke ist so hoch. Und ich muss gleich auch noch kneten und alles, gell? Willst du das Kneten übernehmen vielleicht? Kneten? Nee, das musst du schon machen. Scheiße. Weil dann kann ich das, weißt du? Okay. Okay. Aber vielleicht. Magst du mir so ein Brettchen mal vorbereiten? Ein Brettchen. Also aber großes, natürlich. Wo man den Teig drauf machen kann und da vielleicht so ein bisschen Mehl drauf klatschen. Wir haben natürlich an alles gedacht, meine Damen und Herren. Und haben hier ein wunderschönes Rollbrett. Jetzt habe ich auch das Wasser mit der Hefe dazugegeben. Und das rühre ich erstmal hier so schön in der Schüssel rum. Am besten ist das, wenn man das in der Küchenmaschine macht, dann hat man nicht diese doofe Sauerei. Oh! Genau. Und jetzt muss der Onkel da mit der Hand rein. Ich muss mal gerade wieder hier auf den Tisch hoch. Tja, und jetzt geht's los. So, meine Damen und Herren, also, das wird der Teig. Ja. Papa knetet hier. Und Papa knetet schon, ja. Und ihr seht, das klebt einfach doof an den Fingern. Ich muss mal hier gerade hier unten. Also 500 Gramm Mehl, 325 Wasser, bisschen Hefe, vorher einen Löffel Salz rein, den man gut da reinrührt.
und dann kneten, kneten, kneten und hoffen, dass das nicht so furchtbar an den Fingern klebt. Wunderbar. Also, das ist der Teig. Ich finde, das ist ein Applaus wert, meine Damen und Herren. Also, der Teig vom Tobi hier. Wunderbar. Also, es ist wirklich ein Traum. Heute Nacht hatte ich schon Albträume davon, wie das aussehen würde, wenn ich hier den Teig malträtiere und es so gar nicht so klappt, wie ich das will. Du machst das gut, finde ich. Also, ich finde es genial. Ja. Sieht gut aus. Übrigens, Leute, in dieser wunderbaren Schürze kann man auch alle Utensilien, die ihr für die Küche braucht, reinstecken vorne. Ich habe das Gefühl, ich brauche mehr Wasser. Eugen fragt, ob da nicht ein bisschen Schnaps rein soll. Ja, hast du? Schnaps soll in den Dirk und in mich rein. Das ist die russische Variante. Sehr schön. Schnaps hätten wir auch am Start. Darf ich das zeigen bei Twitch? Nein, ne? Das darf man nicht zeigen. Nein, schnell wieder weg. Das war auch Olivenöl, meine Damen und Herren. Olive Oil, yes. And that's also American Olive Oil, which is very tasty. Yeah. Und? And we got some more olive oil from Zarvinien. Yes. Zum Glück war ich gestern noch beim Italiener meines Vertrauens und habe mir einen fertigen Teig von dem geholt. Ja. Ich mache den jetzt hier so fertig und später zaubere ich dann aus dem Kühlschrank den Teig von dem Italiener. Gemogelt! Ja. So ist das also. Aber ich glaube, es wird. Es klebt auch gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Also, das ist bestimmt die Aufregung und der ganze Handschweiß. Es wird. Es wird, ja. Das sieht gut aus. Okay, wie machst du das mit dem Kneten jetzt? Zeig mal richtig. Klappe ich das da drauf, dann nach vorne. Nach vorne, klappen. Ja. Mm. Ups. Das sieht, it looks very professional, I would say. Das stimmt nicht. So, if we can't do music anymore, we can be professional cooks, I guess. Ja, geil. Das ist bestimmt ein Job mit guten Arbeitszeiten, so ähnlich wie die Musik, oder? Ja, da hat man am Wochenende immer frei. Und ja. So Leute, wie sieht's denn aus bei euch im Chat überhaupt? Ich muss mal hier ein bisschen lesen. Was erzählt ihr denn Schönes? Eugen sagt, das kennt man vom Brüstekneten. Stimmt. Mhm. Machst du mir ein bisschen Olivenöl drauf machen? Olive Oil? Ich mache mir ein bisschen Olivenöl auch dazu. Okay, which one? The American one or the Italian one? Ist mir egal. Das ist teure. Danke. Wird das Ganze irgendwie noch ein bisschen fluffiger und klebt ein bisschen weniger. Geil. Okay. Das hat gut geklappt hier. Sehr gut. Machst du gleich mal deinen Teig oder was? Ja. Oder soll ich mit meiner weitermachen jetzt hier? Ja, ich würde sagen, ich mache dann gleich mal meinen Teig. Meiner muss ja jetzt erstmal über Nacht gehen, also das wird ein ziemlich langer Stream. Ja. So. Wunderbar. Eigentlich muss man hier alles Mehl mitnehmen. Okay, ich hole dann schon mal mein Mehl, ne? Hat den Putzdienst heute Abend? Der René, der weiß das nur noch nicht. Der guckt das vielleicht, also sei nicht zu frech. Na, ich knete noch ein bisschen weiter. Cool. Was sagt ihr denn da gerade? Die freuen sich, dass der Stream lang wird. So, ihr Lieben, habt ihr eigentlich schon euer Mehl ausgepackt? Kocht ihr mit uns? Macht mal ein paar Fotos hier, ich will was sehen. Ne? Sag mal her. Ich brauche jetzt noch eine Schüssel, die leicht geölt ist, also bitte nochmal Öl in die Schüssel rein. Kriegst du. Soll ich die erstmal leer machen? Also Nö. Auskratzen quasi? Nö. Also, ist ja alles nur zum Spaß hier. Ich nehme das nicht zu ernst. Schmeckt gut, oder? Ja. Habe ich irgendwas vergessen reinzutun? Nee, ist sehr salzig geworden. Salzig? Mhm. Das ist gemein, dass du mich jetzt hier so in die Pfanne haust. Glaubt dem nichts. Also. Fotos könnt ihr bei Facebook reinhauen, Leute. Wie ist das mit dem Teig? Also da ist wenig Hefe drin und da kommt jetzt ein nasses Handtuch oder eine Frischhaltefolie drüber. Und dann lasse ich den erstmal ein paar Stunden so bei Zimmertemperatur stehen. Bis der ein bisschen aufgegangen ist. Mhm. Und dann knete ich da nochmal ein bisschen drin rum. Mach vielleicht Teile draus.
Und dann, wenn ich zufrieden bin, tue ich den wieder luftdicht abschließen oder so, dass die Feuchtigkeit nicht rausgeht. Mhm. Und dann kommt er in den Kühlschrank. Und bleibt dann am besten irgendwie auch nochmal über Nacht da drin. Also nicht irgendwie jetzt direkt eine Pizza draus machen, sondern einfach lange liegen lassen. Wenig Hefe, aber viel Zeit. Alright, so you need a little bit of yeast. Yeast? But lots of time. Right? Mhm. Right. Alright. Oh ja, schön. Willst mal anfassen? Okay, Freunde, wir machen mal weiter hier mit dem zweiten Teig. Und das ist eigentlich ein Flammkuchenteig oder so eine Art Flammkuchenteig. Man kann den aber auch als Brotteig ganz gut verwenden. Das geht übrigens auch sehr gut. Da kann man sehr, sehr geiles Fladenbrot draus machen. Und zwar benutze ich dafür Vollkornweizenmehl. Das tun wir mal in eine Schüssel. Und ich mache immer so nach Gefühl. Also, das war jetzt zu viel, würde ich sagen. Ich gehe mir mal die Finger waschen. Okay. Olive Oil. Salt. Die Salzmaschine. Jetzt ist die Salzmaschine. And it's Rock'n'Roll, you know. That's, also es ist Rock'n'Roll-Teig. Und zu einem guten Rock'n'Roll-Teig gehört natürlich Bier. Ja. So, dann verrühren. Bisschen mehr Bier. Geht immer. Aber ich glaube, später ist kein Alkohol mehr drin, ne? Da muss ich dich enttäuschen, Dirk. Mhm. Oder? Doch, doch. Okay. So, und dann kneten wir den zusammen und hoffen, dass da ein Teig draus wird. Ich habe schon immer davon geträumt, meine eigene Kochshow zu haben. Mann, geil. Leider kann ich nur Pizza. Weißt du, was wir vergessen haben? Was denn? Wir brauchen einen Stabmixer. Okay. Wofür? Für die Tomatensauce. Das eine muss gleich los im Stabmixer holen. Ach, machst du die aus frischen Tomaten? Yes. Oh, okay. Ja, also wir brauchen gleich noch einen Stabmixer, den haben wir natürlich vergessen. Guck mal, wird vermutlich ein Salzteig. Das wird vermutlich ein Salzteig. Okay, Leute, also kneten das Ganze hier, bis da so ein schöner, fluffiger Teig draus wird. Und in der Zwischenzeit sagt euch der Tobi jetzt mal, was der schon macht hier. Ich schneide hier gerade. Schon am Belag, oder? Nee, das ist die Vorbereitung für die Tomatensoße. Da werden nämlich erstmal so ein paar Knoblauchscheiben geschnitten. Und die tue ich dann so ein bisschen anbraten mit Garlic. Öl. Genau. Und dann kommen die Tomaten da drauf und dann ist so ein bisschen Knoblauchgeschmack in der Tomatensoße drin. Das mag ich gerne. Hey. Sag mal, meiner ist viel größer. Das sieht bei dir sehr professionell aus. Man sieht, du hast das schon mal gemacht. Ich weiß, dass wir auch schon ganz oft zusammen vorne im Bus saßen, irgendwo hingefahren sind und dann Rezepte ausgetauscht haben. Hörst du mich? Und dann Natürlich. Hast du mir immer von deinem Flammkuchen erzählt und ich von meiner Pizzeria. Dann haben wir irgendwie philosophiert und geträumt und dann ist uns das Wasser im Mund zusammengelaufen. Dann sind wir zur Raststätte und haben uns ein Sandwich gekauft. So, Freunde im Chat, wer verrät mir denn mal, was Teig auf Englisch heißt? Ich wusste es mal. Dough. Dough?
Ich glaube. Okay. Ich weiß ja nicht viele Wörter auf Englisch, aber Dough ist, glaube ich, der Teig. Der muss natürlich schön fluffig werden, deswegen muss er lange geknetet werden. No? Weil da kommt ja keine Hefe rein. Aber das Bier ist nicht nur, es ist nicht nur der rock'n'rolligste Teig, meine Damen und Herren. weil. Da kommt er. Dankeschön. Dann sag mal Hallo. Moin. Das ist die Mampfmaschine. Die Mampfmaschine ist schon da. Ich hab den Mixstab gebracht, danke. Das hat der Dirk gesagt, ne? Nein, nein, nein. Geil. No English, why not? Der erhobene Zeigefinger des René an. Oh, scheiße, erwischt. Alright, so. Ja, aber schön. It's gotta be fluffy, right? Mhm. Like a fluffy ball. Wie kriegst du den platt gleich? Hast du irgendwie... Da nehme ich eine Bierflasche, ganz rock'n'roll-mäßig. Aber was ich eben noch erzählen wollte, das Bier ist, es ist nicht nur der rock'n'rolligste Teig, weil Bier drin ist. Nein, es ist auch Bier drin, weil das Bier bewirkt, dass der dann ein bisschen hoch geht am Rand, das durch den Hefeanteil. Boah, hätte ich gewusst, dass das so viel Arbeit ist. Ich hätte es nicht gemacht, Leute. Echt, ohne Scheiß. Oh. Moment. Da sind sie. So, ihr Lieben, das sind die beiden Teige. Das, man sagt doch immer, dass die dunklen irgendwie die größten. Egal. Das sind die beiden Teige. Ja. Meiner muss jetzt irgendwie in der Nacht in, ne? Und der Dirk kann das Essen heute Abend noch fertig machen für euch. Ich hab genau. Und Leute, soll ich euch was erzählen? Ich habe extra für diesen Stream heute einen Pizzaheber, eine Pizzaschaufel gekauft. Schaut euch das mal an. Geil. Boah, jetzt brauchen wir nur noch so einen Steinofen mit so einem. Ist das nicht geil? Mhm. Ja, stimmt. Dirk, du brauchst eigentlich noch so eine Kochmütze, wo deine Haare versteckt. Wir kochen ja nur für uns selbst. Das ist ja nicht so, dass wir das irgendjemand außer dem René nachher anbieten. Ne, der René muss das nachher und der hat Dirks Augen schon oft genug, Dirks Haare schon oft genug Mexican im Mund gehabt. Woman, das Haar ist Teil der Zutaten. Corinna schreibt, boah, was heißt das? Boah, lecker oder? Boah, die Idioten. Cool. Okay. Also ich habe da hinten in der Pfanne jetzt mal ein bisschen Öl heiß gemacht und da kommt jetzt bei mir der Knoblauch rein für die Tomatensauce, die auf die Pizza kommt. Okay, also Tobi ist schon beim Belag. Ich kämpfe mich hier noch mit dem Teig ab, wie ihr seht. Aber es wird eine Kugel draus. So. Leute, wie sieht's bei euch aus? Habt ihr schon Teig? Also nochmal, ihr braucht Mehl. Flour. Ihr braucht Olive Oil. Bier. Und Salz. Salt. That's about it. Und dann viel Liebe für den Teig. Viel Liebe. Okay, so, wie geht's weiter? Also, ich fange mal mit der Tomatensoße an. Die Tomatensoße, erstmal... Brauchst du auch ein bisschen Knoblauch? Oh ja. Ich hätte ja noch ein bisschen was. Oh ja. Schütte ich dir mal dahin. So. So, ihr Lieben, das sind quasi die Zutaten, die jetzt gleich bei mir draufkommen. We got tomatoes,
Buffalo, Mozzarella, Pepper, Tomatoes, Parmesan, Mushrooms. Bei der Herdplatte geht nicht so Olive. Viel. Okay, one professional tip from the professional cooks. Don't use cherry tomato. No, don't put tomatoes in the fridge. Don't do it. Just don't do it. Why? Because they lose flavor. Ah. And also, when you buy tomatoes in a Dose, was ist Dose? Kann das mal einer reinschreiben? Tin can. Can? Oh, dann müsst ihr auf diese Zahl achten. Da gibt es eine Zahl zwischen 180 und 250, glaube ich, ist das. Und je höher die Zahl ist, desto mehr Sonnentage hatten die Tomaten. Also je höher die Zahl, desto besser die Tomaten. Also kauft auf jeden Fall immer die guten italienischen mit richtig viel Sonne. Dann wird's was geil. Was steht bei dir für eine Zahl drauf? Ich habe 239. Ich habe 246, Schatz. Oh, okay. Geile Meile. Bad. Also da hinten auf dem Herd steht die Pfanne und in der Pfanne ist jetzt der Knoblauch am Brutzeln. Ja. Ne, der wird jetzt so leicht angebräunt und dann lösche ich das gleich mit der Tomatensauce ab und dann kommt ein bisschen Basilikum rein, Salz und Pfeffer und dann wird das schön abgeschmeckt und dann ist die Pizzasauce bereit. Darf ich mir mal deine Cup leihen hier? Ja, gern. Okay, Freunde, für die Tomatensauce brauchen wir extra schöne... Ja, läuft bei Tobi. ...Dosentomaten. Und zwar die guten aus Italien, bitte. Mit vielen Sonnentagen. Okay? Dann Pepper. Und Leute, bei Pfeffer nehmt immer ganze Körner. Ist einfach geiler. Also immer Pfeffer aus der Mühle nehmen. Okay, Tobi ist gerade abgefackelt. Wie war das mit dem... Wie war das mit der Brandgefahr und so? Zum Glück ist kein Gasherd. Mhm. So, das ist ein Italiano-Flammkuchen, ganz genau. Das ist quasi so eine Art Flammkuchenteig als Pizzateig. Sehr, sehr cool. Ich muss jetzt ein bisschen Basilikumblätter zupfen. Basil? Ja. Du auch? Natürlich. Angebo. Meiner ist grüner. So, Freunde, wie weit seid ihr denn? Schreibt mal in den Chat. Wer kocht denn überhaupt mit? Die wussten ja gar nicht, was. Vielleicht hat ja doch wirklich irgendjemand eine Tiefkühlpizza in den Ofen gemacht und freut sich gleich, dass... Lots of Basil. Ja, mein Basilikum kommt jetzt mit in die Tomatensauce rein. Und dann Salz und Pfeffer. Bisschen Olivenöl ist immer gut, glaube ich, ne? Olive oil. Just a bit. Ich glaube, wir hatten noch nie so viele Zuschauer wie heute bei der Kochshow. Okay, you gotta hear this. There you have it, delicious tomato sauce. Smell? Smell good. Guck hier, meiner ist noch Handbetrieb.
Okay, Tomatensauce. Oh, Freunde, wenn ihr wüsstet, wie das riecht hier, das ist schon der Knaller, ohne Scheiß. Also wenn es, schade, dass es keinen Geruchsfernsehen gibt, das ist echt schon ziemlich geil, was der Tobi da macht. Geht gut, ne? Darf er da probieren? Das muss jetzt so ein bisschen einkochen, ich habe selber noch nicht probiert. Lass mich selber probieren und dann, wenn ich probiert habe, darfst du auch probieren, vielleicht. Außer ich muss noch die ein oder andere Veränderung vornehmen. Verstehe. So, Freunde, wie sieht's aus? Wie weit seid ihr? Ich denke, die Kamera schon. Du machst jetzt deinen Teig? Ja. Geil. Ich muss mich selber loben. Vielleicht ein bisschen zu viel Salz. Was macht man denn, wenn man zu viel Salz irgendwo reingetan hat? Sag mal her. Lass doch probieren. Und? Ja. So, das muss jetzt einkochen. Und ich gucke dir jetzt ein bisschen. So, Freunde, und weil wir ja die rock'n'rolligsten Köche sind auf diesem Planeten und kein Nudelholz haben, machen wir das mit der Bierflasche. So, if you don't have any Nudelholz, you can roll up always with a bottle of beer. Auf Flammkuchen kommt doch Crème fraîche drauf. Du musst sagen, dass du nicht so den traditionellen Flammkuchen machst, den man so kennt, sondern der ist so ein bisschen okay, anders, also das, ne? Wird in der Art auch eine Pizza, nur mit einem anderen Teig. Aus Erfahrung kann ich sagen, mit Möhren kann man Teig auch ausrollen. Das ist interessant. Haben wir auch was gelernt heute Abend. Ja. Ich guck nochmal nach meiner Soße. Very nice. Ja. Noch ein bisschen Knoblauch rein. Nein. Bei zu viel Salz etwas Zucker. Ah. Das ist eine gute Idee. Ich mach Zucker rein. Das stimmt, das kann ich bestätigen. Ja. Mach ich mal. Ist gar nicht zu viel Salz, oder? So, Freunde, wie sieht's aus bei euch daheim? Seid ihr noch wach? Wie kriegst du denn jetzt den Teig von da in den Ofen rein? Verdammt. Ah. Das ist ja geil. Okay. Ich glaube, ich nehme auch ein bisschen von deinem Vollkornmehl, dann klebt das nicht fest. Leute, das riecht schon mega gut hier. Das war zu viel Zucker, sagt der Chris. Shit. Da muss ich wieder Salz reintun. In meinem Teig fehlt ich Zucker. Ich bin dafür, ich probiere das nochmal. Einen Moment. Und? Ich habe noch nie für dich gekocht, oder? Doch. Wir haben noch mal zusammen gewohnt eine Zeit lang. Da habe ich immer Frühstück für dich gemacht. Das stimmt, da gab es immer Weißwürstchen, ungelogen. Mhm.
Der Dirk, ich hatte schon irgendwie 5 Stunden gearbeitet und als der Dirk dann aufgestanden ist, hat er Maiswürzchen gekriegt. War eine schöne Zeit. Okay, slice some tomatoes. Okay, ich muss mehr Zucker reinmachen, sonst geht die Hefe nicht auf. Also den Teig, den ich jetzt gemacht habe, den nehme ich mit nach Hause und ich habe gestern Abend aber einen gemacht, den ich dann über Nacht habe aufgehen lassen und den benutze ich jetzt gleich, um weiter zu backen, kochen. Wenn der Dirk mal das Brettchen da frei gemacht hat. Das kriegst du jetzt nicht mehr. Ne? Dann nehme ich hier halt mein eigenes Blech. Darf ich was von deinem Vollkornmehl haben? Oder was macht ihr, damit die Pizza nicht auf dem Blech festklebt? Am besten Hartweizengrieß, oder? Nee. Ich misch mal alles. Ist das eigentlich spannend, Musikern beim Kochen zuzugucken? Ich weiß nicht, wir können es ja mal gucken. Leute, wollt ihr mal echte Musiker beim Kochen zugucken? Wir haben da was für euch. Ich hoffe. Na, hast du? Now, now I'm going to show you how to make one of the most effective breaks of all. This break is called the Electro Funk Daddy Superstar Break. Now, for this, you'll need a tap, that's an 808 clap, and also a bit of that's a dry snare. Then you'll also need some that's a 909 clap snare, and then of course that's a kick, and then the that's some bass, and some and for good measure, that's the synth. Oh, and no break, of course, would be complete without a bit of a shuffle. So for this, we're going to use some household white noise. You can get this from your TV. I got mine from Sainsbury's. Now, you have to make sure you've filtered out some of the middle frequencies, otherwise your white noise will sound very much like this does, which is you don't want that. We want a much more tinny sound with a bit of rhythm to it, so let's see if we can't use this household sieve to filter it out. Perfect. Absolutely perfect. Who'd have thought, eh? Now, let's give it a spin and see if it's got any rhythm. Definitely got rhythm. Fantastic. Now I'm going to add the and one by one in order. Let's see if it works, shall we? Get all your hair in your mouth, you can certainly ensure that you at least get a decent break. It's worth noting at this point that some people like to put fish into the recipe at this stage. Sometimes canned salmon, sometimes tuna. Don't do it. I'm now going to put this in the oven, and it's going to bake for 3 years at 700 degrees Fahrenheit. Here's one I made earlier. So ist das mit der Beatbox. Geil, oder? Beim Kochen. Das Video habe ich schon immer geliebt.
versuche jetzt mal hier den Teig irgendwie voll und rund zu kriegen, ohne dass er kaputt ist. So, Freunde. In der Zwischenzeit habe ich hier mal angefangen, ein bisschen den Belag zu klein zu machen, der jetzt gleich hier auf den wunderbaren Teig kommt. Und ich weiß nicht, wer soll denn zuerst backen? Mach du ruhig. Okay. Ich weiß nur nicht, ob der Ofen die richtige Temperatur hat. Wir machen hier gerade einen Hype-Train und wir kriegen gar nichts davon mit. Boah. Wow! Wahnsinn! Da stimmt doch irgendwas mit den Alerts schon wieder nicht. Dirk, heute bist du der Streaming-Commander. Ich habe nichts gesehen. Guck mal hier. Oh, jawohl. In den seltensten Fällen wird die Pizza rund bei mir, aber meistens ist sie doch ganz lecker. So, Freunde, die Stunde der Wahrheit. Wir belegen die Pizza. Erstmal ein bisschen Tomatensauce hier. Deine ist auch nicht rund. Nee. Meine geht gleich nicht ab. Runde Pizzen. Oh. Ich habe hier unten so einen Italiener sitzen, der hilft mir gerade. Okay, so, dann nach der Tomatensauce kommt Parmesan. Sehr schön. Boah. Hier geht's voll ab. Tut uns leid, wir sind gerade so mit dem Kochen beschäftigt, dass wir das hier gar nicht mitkriegen. Hammer. Aber wir danken euch auf jeden Fall. Danke. Ah, kannst du bei mir auch ein bisschen drauf machen, das wollte ich auch, aber erst später. Der arme René, der das alles essen muss nachher. Okay, Parmesan, Tomato Juice. Then take tomatoes, fresh tomatoes. Also dir würde ich den TV-Koch direkt abnehmen. Ne? Nach der Radioshow kam die Verkaufsshow, also das Teleshopping und jetzt die Kochshow, Dirk. Du machst dich überall echt gut. Vor allem beim Pferderennen, wa? Stimmt. Ich habe Angst, dass mein Teig festklebt. Oh Mann. Mit Schwung rein gleich. Ich lege noch ein bisschen von. Okay, dann Oliven. So, this is a vegetarian one. Siehst du, so viel Zutaten ist auf meiner Pizza gar nicht drauf. Ja, das ist manchmal auch besser. Bei mir kommt gleich nur Tomatensauce drauf, dann ein bisschen Mozzarella drüber. Bisschen Parmesan und dann kommt die so in den Ofen rein. Der Rest kommt nämlich erst später drauf. Wo kann ich meine Pizza abholen? Wir liefern natürlich. Und ab in den Ofen damit. Geil. So, Freunde, so sieht das aus. Die wird jetzt für ungefähr 5 Minuten gebacken. Dann kommt Mozzarella drauf und dann nochmal ein bisschen nachbacken und dann ist sie fertig. Let's go. Das geht ja viel zu schnell. Wir müssen noch ein bisschen Zeit rausschlagen. So, in der Zwischenzeit kann ich ja meine mal ein bisschen weiter belegen. Gell, Dirki? Ja, so, in der Zwischenzeit, wo die Pizza jetzt im Ofen ist, zeigt euch jetzt der Tobi mal,
sein Rezept und was bei dir so draufkommt, ne? Erzähl mal. Ich mache da jetzt erstmal so eine Ladung Olivenöl drauf und dann kommt gleich meine Tomatenpampe da drauf. Sehr gut. Die jetzt schön eingekocht ist. Die jetzt schön eingekocht ist. Okay, Leute, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Aber der Teig da hinten geht jetzt schon ein bisschen auf im Ofen. Das ist das Bier, was da drin ist. Und zwar an der Seite. Zeige ich euch jetzt gleich, wenn ich sie raushol. Und das ist halt das Geile. Das geht ganz ohne Hefe. Ist super schnell gemacht und ist mega lecker. Ich glaube, meine Pizza hat jetzt ein bisschen viel von deinem Vollkornmehl abgekriegt. Okay, Leute, seht ihr das? Ich hoffe, man kann es ein bisschen sehen, dass der Teig jetzt am Rand hochgeht. Die ist jetzt perfekt für den Rest. Und da kommt jetzt drauf Mozzarella. Mozzarella immer zerpflücken. Mhm. Bei Mozzarella lohnt es sich, glaube ich, auch, richtig guten zu holen, ne? Da sind die genau, Unterschiede das ist, riesig das groß. Das ist richtiger Büffelmozzarella aus Italien natürlich. Bei uns in der Stadt hatten wir so einen italienischen Supermarkt und wenn du da hingegangen bist und den wirklich frisch geholt hast, das war irgendwie was ganz anderes als den Mozzarella, den man irgendwie so sonst absolut. Kennt. Absolut. Also Büffelmozzarella ist der Beste. Basil? Bei mir kommt jetzt auch ein bisschen Parmesan noch drauf. Und ab in den Ofen. Ja, meine italienische Pizza sieht ja doch viel besser aus. Das müsstet ihr doch zugeben, oder? Er sieht auf jeden Fall mega aus. Ja, ist schon sehr lecker. So, zwischendurch muss man natürlich auch immer naschen. Mhm. Kommt auch bei mir der Mozzarella drauf. Okay, bei dir kommt der gleich drauf. Das ist der Unterschied quasi. Okay. Ich habe auch schon überlegt, ob ich den mal wirklich erst später komplett drauf tue, dass man den so rum lässt. Und wie geht's euch so? Nein, im Office, Mensch. Was mache ich denn falsch? Ist der Wayne eigentlich in der Zwischenzeit da? Der hat ja heute seinen Ehrentag. Ah, oh, wir müssen alle mal Wayne gratulieren. Herzlichen Glückwunsch. Singt mal alle für den Wayne. An den Wayne. Cool, ja. Dass du trotz deines Geburtstages die Zeit gefunden hast. Hier bei uns. Das ist auf jeden Fall mal ein Applaus wert. Super geil. Wayne hat heute Geburtstag, Leute. Jetzt kommt wieder eine Spritze von der Olivenöl oben drauf. Mmh, das sieht doch sehr, sehr gut Salze aus. Salze vielleicht? So. Also meine wäre gleich fertig. Ich bin gespannt, ob unser Verköstiger Dr. Heldenmampf, ja? Die Mampfmaschine nennt er sich gerne. Ob die Mampfmaschine am Start ist hier gleich. Es sind leider Oliven auf der Pizza. Ich weiß aus verlässlicher Quelle, dass Oliven nicht so hoch im Kurs stehen, aber vielleicht probiert das ja trotzdem. Aber du kannst ja gleich nochmal probieren, ne? Ja. Stimmt. Okay, Freunde, das sieht schon richtig gut aus in dem Ofen hier. Pfeffer. Ich habe alles doppelt mitgebracht. Jeder hat irgendwie seinen Pfeffer, sein Salz, alles. Sein Rucola, sein was auch immer. Sieht das nicht toll aus? Ist deine Pizza gleich mal fertig? Ja. So, in der Zeit können wir ja nochmal anstoßen, oder? Okay. Prost. Prost in den Chat. So, Freunde, wir sind auf der Zielgeraden.
Die erste Pizza ist gleich fertig und die zweite wartet schon auf den Ofen hier. Wie ist das denn mit dem Verköstigen dann? Wenn die erste fertig ist, darf dann wird verköstigt. Ja? Ja. Dann können wir schon mal so ein bisschen probieren. Genau. Und dann kommt deine. Hm. Also meine, man weiß nicht, ob sie gut schmeckt, das könnt ihr nicht beurteilen, aber ich finde, sie sieht sehr gut aus schon mal. Die sieht tierisch aus. Und da fehlt ja noch irgendwie das Also Leute, Topping. Wer immer sich mit uns betteln will beim Rock'n'Roll-Kochduell hier, das wird nicht leicht, Freunde, das wird nicht leicht, ich sag's euch. So. Wie machst du das denn, wenn du so Parmesan-Spalten abschneiden willst? Oh, ich mach mal Platz. Oh, das hier sieht gut aus. Okay, finish up with some Rucola. Mm, die ist sogar eine Herzform, Dirk. Oh, extra für dich, Schatz. And there you have it. Geiler Scheiß. Wow. Pizza, Flammkuchen, rustikal. Hammer. Dann versuche ich meine mal reinzuschmeißen. Ja. Und dann können wir gleich essen. Okay, wo ist der Chef? Der muss jetzt verköstigen. Ich werde auch extra ein Stück rausschneiden, was keine Oliven hat. Sonst schimpft er mit mir. Yeah! Seid geklappt! Seht ihr? Tablett leer, Pizza in den Ofen. Okay, ich muss jetzt die Oliven rausfischen. Darfst du nicht sagen, dass da Oliven drauf fallen, ne? Hoffentlich kriegst du das jetzt nicht mit. René, es sind gar keine Oliven drauf. Die Rosinen auch bitte runternehmen. Ich muss jetzt noch so ein paar Parmesanspalten machen. Wie machst du das? Parmesan fein schneiden? Parmesanspalten macht man am besten mit einem Schäler. Oh Leute, guckt euch das an. Könnt ihr in den Ofen gucken? Ich mach mal Platz, das sieht so geil aus. Das wird richtig gut. Und ey, wir liegen auch super in der Zeit. Ja? Ne, wir haben 1,5 Stunden veranschlagt für das heute hier. Und wir liegen sehr gut in der Zeit. Das ist ja ein Knaller hier. Aber ich glaube, ist das nicht langweilig, wenn man jetzt hier irgendwie so beim Kochen zuguckt? Oder habt ihr Spaß da draußen im Chat? Genau, das würde ich gerne mal wissen, Leute. Wenn euch die Kochshow gefallen hat, lasst mal einen Kommentar bei Facebook oder bei Instagram unter dem Tweet. Und wenn ihr das gut fandet, machen wir das vielleicht nochmal. Und dann wird gebattelt mit einer anderen Band. Oh. Also sagt mal, ob ihr da Bock drauf hättet. Aber die erste Challenge für euch ist natürlich... Wir suchen die Band aus. Erstmal diese wunderschöne Kochschürze hier besorgen. Die ist bestimmt schon ausverkauft. Guckt dann danach. Dieses wunderbare Gericht nachkochen und natürlich Bilder von euch unter den Tweet stellen, wie ihr diese Sachen nachkocht. Ja, das wollen wir unbedingt sehen. Also das ist eure Challenge für zu Hause. Guck mal in den Ofen rein. Was ist das für eine knusprige Rand? Mega, mega, mega. So. Da haben wir mal direkt einen Applaus so eine Ofenkamera haben, ne? So, wo ist denn die Mampfmaschine? Der Applaus, der ist immer so abrupt weg. Ich höre den gar nicht gerade. Ach so. Aber also Leute, auf die Pizza kann man natürlich drauf machen, was immer man will. Also es geht natürlich auch Schinken, es geht Peperoni, es geht Paprika, also alles, was euch einfällt. Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Das ist allerdings so die Variante, die mir am besten schmeckt, die ich am coolsten finde und ich relativ oft zu Hause mache. Und ich würde sagen, wir hauen jetzt mal rein, oder? Mhm. Verbrennen wir uns ein bisschen gemeinsam den Gaumen. Das ist Renés Stück. Soll ich den nochmal holen gehen? Vielleicht hat es ja doch nicht gehört. Hm? Ich mach mal gleich. Also das ist Renés Stück. Ich hole mal Besteck. Besteck. Gibt es demnächst auch eine Live-Kochshow on Stage? Ja, klar. Wir sind jetzt Köche, der Dirk und ich. Ist jetzt vorbei mit dem Rock'n'Roll. Jetzt ist rum. So, let's go. Okay. Der Dirk. Oh.
Das Gute ist, der Salat ist auch direkt oben drauf, ne? Man muss nicht extra noch Salat machen, sondern alles dabei. Mhm. Ja, Mann. Mama. Gut. Hammer. Scheiße, ich hab jetzt ein bisschen Angst. Ich weiß ja auch, wie meine Pizza so schmeckt. Du hast aber den Parmaschinken-Vorteil, Junge. Stimmt. Oh, das wird richtig gut. Ja, der Rand ist ein bisschen zu dick. Aber besser zu viel als zu wenig Rand, oder? Das wird richtig gut, Alter. Entschuldigung. Mhm, das ist geil. Oh, wir haben Level 2 Hype Train. Vielen, vielen Dank, Leute. Was immer das heißt, vielen Dank. Sehr, sehr gut. Ein Rand kann nie zu dick sein. Spinatpizza, schreibt hier Office. Freunde im Chat, begrüßt doch mal unseren Tom im Office hier. Der ist nämlich hier am Start und hat das übrigens möglich gemacht, dass ihr oder wir so kurzfristig noch diese Schürzen am Start hatten. Also er hat echt alle Hebel in Bewegung gesetzt, weil wir Chaoten natürlich wieder viel zu kurzfristig angekündigt haben, dass wir die Kochshow machen. Und das war ein bisschen Arbeit, aber ey, ab heute kann man die tatsächlich bestellen. Bei Mom. Wird natürlich erst morgen ausgeliefert, ist ja klar. Aber diese tollen Schürzen ab jetzt bei Mom übrigens. Sehr praktisch, weil die haben auch eine Tasche. Da kann man dann auch Kochlöffel reintun, so. Und ich finde sie sehr kleidsam. No? Kaffee Frieda Bonn, suchen noch zwei Aushilfen für die Küche. Also wenn es mit der Musik nichts wird, Tobi, ne, dann... Du hast noch nicht probiert, was wir so machen, aber es hört sich verlockend an. Ich esse nochmal ein Stück. Geil. Schön, dass wir hier alle zusammen sind und jetzt hier auf einmal so zusammen kochen. Das finde ich toll. Was würdet ihr euch denn wünschen, was wir als nächstes kochen, wenn wir nochmal kochen sollen, wenn wir eure Nerven nochmal damit strapazieren dürfen? Also wir haben Spaß, glaube ich, also ich zumindest. Hm. Der Ofen, der macht gut Power. Der Ofen hat gut Power. Da geht was. Also es sind... Deine ist fertig. Meinst du? Wer willst du das denn wissen? Dann holen wir den mal raus, oder? So, Freunde, während der Tobi jetzt seine Pizza fertig macht, gehe ich mal den René holen. Wie kriegst du den da raus? Hm. Nee, die kann noch ein bisschen. Ein bisschen kann sie noch, glaube ich. Klassische selbstgemachte Bolognese-Soße, oh Gott. Currywurst, Pommes, das ist eine sehr gute Idee. Pommes weiß ich nicht, aber Currywurst finde ich interessant. Schwarzwälder Kirschtorten-Battle, wie geil. Bolo-Battle. Sushi, das ist wirklich eine gute Idee. Das machen wir. Da müssen wir erstmal ein Jahr nach Japan oder 20 Jahre nach Japan gehen, um das zu lernen. Und wenn wir dann zurückkommen, dann machen wir Sushi. Schnitzel mit Pommes. So, jetzt hole ich die Pizza mal raus. Zeig euch die mal. Kommt die Mampfmaschine. Ja, Mann. Warte mal, ich gehe hier ein bisschen rüber, dann kann der mal in die Mitte. So, Freunde, die Mampfmaschine ist am Start. Yeah. Applaus für unseren Verköstiger hier. So, was haben wir denn? Hier, Oliven. Das sind ja Oliven. Dieses Stück ist deins. Echt? Wow. Ich hol dir noch einen Teller.
Mm. Ich habe natürlich extra eins ohne Oliven gemacht. Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt, was sie so drauf haben. Mit Blümchendekor, richtig Rock'n'Roll-mäßig. Da muss ich aufpassen, dass ich den Teller nicht esse, aus Versehen. Ah. So. Soll ich mit Hans essen? Du kriegst noch Besteck. Ach man. Dafür musst du aber nachher die Küche aufräumen. Nee. Boah, hier sieht's ja aus wie Sau, ey. Könntet ihr mal hier hinter die Theke gucken, vielleicht? Ach du Scheiße. Hier rutschst du ja auf Mehl aus. Also, Freunde, okay. Ganz wichtig, nach dem Kochen muss es immer wie im Schlachtfeld aussehen. Ja, sieht's auch aus, ja. Ganz wichtig. Also ich probiere jetzt, ja? Also ich habe extra die Oliven weggemacht. Sau geil. Ihr habt jetzt zweimal, ey, das sieht ja aus wie beim Italiener. Siehst du? Krass. Merkt ihr was? Warte mal, ich esse jetzt mal, ja? Ich habe Hunger. Hm. Da kommt jetzt noch eine Schuss von die Olivenöl drüber. Verrückt, oder? Jetzt habe ich, das Mikro ist im Weg. Wie mache ich das? Warte. Schluck Bier. Boah! Was denn? War gut. Ist leider lecker. Du bist ab jetzt nicht mehr Schlagzeuger, sondern Caterer der Maschine. Also ich nenne mich jetzt nur noch Mampfmaschine. Ihr habt mir ja den Namen schon verpasst, habe ich gehört. Sorry. Boah, wow, geil. Dass du zuguckst. So, hey, Tobias Pizza ist auch quasi in der Endphase, meine Damen und Herren. Das kannst du nur um Sekunden handeln und ich glaube, das wird ein Knaller. Ich sehe das schon. Lecker. Das Alter. Wow. Die ist ein bisschen dick geworden, aber fett. Schön. Ist das ein Knaller oder ist das ein Knaller, Freunde? Das ist der Oberknaller. Okay, ist jetzt nicht vegetarisch, aber ich finde absoluter Applaus wert. So. Mega. Geht hier eine Bombe hoch gleich? So, Freunde, also ist schade, dass es kein Geschmacksfernsehen gibt. Aber das ist schon ganz cool. Ja, jetzt bin ich auf Tobis Pizza gespannt. Nicht, habt ihr schon alles weggegessen? Ich hab nur zwei Stück gemacht. Boah, jetzt habe ich extra den ganzen Tag nichts gegessen. Mmh. Geil, du. Dann hau rein. Hier. Ist ja mal Platz. Wuhuhu. Hammer. Alter, mega. Also, René hat heute den besten Job erwischt, glaube ich. Aber mein Bier ist hier, ne? Nee, ist meins. Das ist mir eben hingestellt. Prost. 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 Könnt ihr ruhig öfter machen. Ja, klar, lassen wir den Stream auch online, so lange wie es halt geht. Der wird, glaube ich, nach zwei Wochen wird er immer runtergenommen. Genau. Wenn ihr das Rezept noch mal wissen wollt, auch das in die Kommentare schreiben bei Facebook oder Instagram und wir schreiben euch das dann in den Tweet. Tweet heißt das, ne? Keine Ahnung. Fragst du mich? Ich hab okay. Keine Ahnung. Ich mach mal hier die Pizza noch rein. Probieren wir mal Tobis Pizza. Gibt es eine Abstimmung? Was ist denn für eine Abstimmung? Welche jetzt besser ist? Ah, Quatsch. Also, deine war das gerade eben. Mhm. Die Dirk Pizza war schon mal lecker. Die Dirk Pizza war schon mal lecker. Ein Flammkuchen, ne? Oh. Ja, Tobi gewinnt, glaube ich. Junge, Junge. Alter.
Das ist mal geil. Okay, Parmaschinken. Sehr, sehr lecker. Mm. Bist du selber überrascht? Mhm. Hat noch nie so gut geklappt. Es tropft ein bisschen. Ja. Leute, das ist mega geil. Ohne Scheiß. Habt ihr schon erzählt, dass das hier Premiere ist? Ja, das ist Premiere heute. Ja, aber ich glaube, das wissen alle. Hm. Ja, ich habe ja nicht alles mitbekommen. Ich war ja am Arbeiten. Hm? Was hast du denn gearbeitet? Das ist noch geheim. Etwas Hörbares. Aha. Richtig gut. Macht das überhaupt Spaß, der Mampfmaschine zuzugucken? Hab ich eben auch gefragt. Ich konnte mir das auch nicht vorstellen, dass das so spannend ist. Aber hier, 92 Menschen, scheinen das hier mit uns zu genießen. Ich will auch ein Stück. Ja. Wir würden euch ja jetzt gerne ein Stück geben. Wir schicken ein Stück in den Chat. René, wie findest du eigentlich die Schürzen? Die Schürzen finde ich mega. Ich hätte nur gerne einen mit Mampfmaschine drauf. Okay, das hat der Tom jetzt gehört. Wahrscheinlich kriegst du eine Mampfmaschine. Weil Chef bin ich ja hier nicht. Hier bin ich nur Mampfmaschine. Ich bin in 50 Minuten da. Ah, lecker. Mikrofon reden. Ja, kann ich nicht. Ich? Guck mal, da. HM Office hat jetzt hier die Emotes gerade geschickt. Das ist deine. Mm. Ist das der Tom? Mhm. So, Freunde. Wie gesagt, wer Bock hat auf mehr Kochshows, schreibt in den Tweet. Und beim nächsten Mal werden wir dann eine Band zum Battle einladen. Ja? Eine Band unserer Wahl. Eine Band unserer Wahl, genau. Wir machen es uns natürlich nicht zu schwer, gell? Genau, postet uns eure Bilder, wie ihr das nachkocht hier. Sag nur mal gerade das Rezept von dir. Welche Zutaten haben wir denn? Alle Zutaten soll ich jetzt nochmal sagen? Ja, deine Pizza. Okay, jetzt bin ich aber... Das war Mehl, da war Wasser drin, da war Hefe drin, da war Salz drin, da war Pfeffer drin, Tomaten aus der Dose, wie heißt das nochmal? Basilikum, Parmaschinken, dieser Käse hier, Parmesan, hab ich irgendwas vergessen? Olivenöl natürlich, ganz wichtig. Mhm. Können wir noch eine machen? Ja, wir können gleich heimlich noch eine machen. Genau. In meinem Teig war drin Vollkornmehl, Olivenöl, Bier, Salz und Tomatensoße, gute Soßentomaten, Basilikum, Salz und Pfeffer. Dann Topping, was immer ihr wollt, aber erst immer schön mit Parmesan, vielleicht ein bisschen Knoblauch und dann könnt ihr draufhauen, was ihr wollt. Schmeckt immer geil. Und in meinem Bauch ist jetzt alles, was die Jungs aufgezählt haben. Richtig. Fühlt sich gut an. So, ihr Lieben, das war's von unserer Seite. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war uns ein innerliches Blumenpflücken, oder wie nennt man das, ne? Die Küchenchefs des Todes sagen tschüss, schönen Abend. Viel Spaß beim Nachkochen und postet eure Bilder. Wir freuen uns auf jeden Fall jetzt schon drauf. Hast du noch irgendwas zu sagen? Ich fand's toll. Ich hab's sehr genossen und bin total froh, dass ihr alle zu lange ausgehalten habt und dass ihr bei den ganzen verrückten Ideen noch irgendwie immer weiter da dabei seid. Cool. Hoffentlich gibt es bald wieder Konzerte. Und ich bin froh, dass ich was abgekriegt habe. Vielen Dank. Apropos Konzerte, ne? Wir spielen ja bald. Und das ist gar nicht mehr so lange hin. Kann das sein? Naja. Ihr werdet es erfahren. Ihr kriegt jetzt noch ein Video von uns um die Ohren. Und dann sagen wir tschüss, bis in 2 Wochen. Yeah!